Ja, ihr Lieben, und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Ja, endlich kann ich euch Bootstrap Island zeigen. Es gab ja schon vor einiger Zeit mal eine Demo auf meinem Kanal zu diesem schönen Survival-Titel zu sehen. Und ich habe jetzt einen Key bekommen, kann euch das Spiel zeigen, sogar schon einen Tag vor dem offiziellen Release. Freue mich riesig darüber, weil ich schon tatsächlich in der Demo sehr viel Spaß mit Bootstrap Island hatte. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Habe mich extra ein bisschen umgedreht, damit wir hier meine eingeblendete Wand nicht sehen können. Warum auch immer die noch eingeblendet ist, ich weiß es nicht. Aber egal, jetzt geht es los mit Bootstrap Island. A notch of the cocoa tree and a drink hidden inside. Das ist aber eine fette Kokosnuss, Junge, Junge. Ja, machen wir die erstmal auf hier, ne? Komm schon. Ja, keine Kraft, ne? Gerade gestrandet. Vielleicht mit dem Scheiß hier. Oh. Hallo? So. Ja, also ich hoffe natürlich tatsächlich, dass wir jetzt innerhalb der Demo etwas mehr Zeit haben hier für dieses Spiel. Dass es hier nicht so schnell Nacht wird. Wir hatten ja... Lecker. In der ersten Food and drink from the same tree? Surely a fruit from paradise. Da, dass halt schnell Nacht wurde und dann diese komischen Hunde gekommen sind. Ja, die uns dann halt natürlich gekillt haben. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt hier einfach ja ein bisschen länger spielen können mit Tageslicht. Und ich würde sagen, wir machen es ganz einfach wieder so, dass wir erstmal uns ein bisschen Holz organisieren. Und hier mal so eine kleine Feuerstelle arrangieren. Für den Fall der Fälle, dass es dann doch wieder etwas schneller gehen sollte. Und die Nacht hier hereinbricht, was ich mal nicht hoffe. Ja, das brauchen wir auch hier zum Anzünden. Ja, also bei dem Kokosnussessen ist es tatsächlich so, dass wenn wir die aufgebrochen haben, können wir die einfach vor den Mund oder vors Gesicht halten. Dann schnurpst er die ganz allein. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Ja, und ansonsten, ihr könnt sehen, das sieht halt echt großartig aus, ne, dieses Spiel. Hatte ich ja damals schon in der Demo gesagt. Bin auch der Meinung, dass das hier tatsächlich eines der besten Survival-Titel mit werden könnte. Für den PC, da bin ich unterwegs. Ob das Spiel auch mal den Weg auf die Konsolen-VR-Geschichte findet, weiß ich nicht. Was mich heute wieder gleich ein bisschen nervt. Ich spiele auf einer MetaQuest 3, die mit meinem PC verbunden ist und ich muss natürlich immer wieder ja, das Kabel wegfummeln, bin halt über Kabel angeschlossen. Ich habe das Ganze mal versucht über dieses sogenannte WLAN-Streaming, was irgendwie nur so semi-gut funktioniert. Ich habe da halt immer brutalstes Tearing, also ein Bild zerreißen, wenn ich über dieses WLAN-Streaming, ja, zocke halt. Vielleicht hat der ein oder andere mal einen Tipp, wie man das vielleicht beseitigen könnte. Sieht das nicht schick aus hier, hä? Ich gebe mir sogar richtig Mühe. Ich muss wirklich sagen, also das sieht echt gut aus hier. Das Spiel, also diese ganzen Texturen hier, gefällt mir schon richtig, richtig gut. Es hat schon wieder den Anschein, als wenn es dunkel wird, ne? You felt like the land itself sought to flay you alive. Ja, ja. So, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Art Tutorial ist, was wir überhaupt spielen, ob wir dann wieder sterben müssen. Diese scheiß Hunde kommen. Steine brauchen wir noch. Um die ganze Geschichte natürlich zu entfachen hier, das Feuer. So, wenn wir hier ein bisschen nach unten gucken, können wir sehen hier auch. Geht schon los, ne? Da geht's schon wieder los. Unsere Anzeige für Hunger und so weiter. So, jetzt werden wir ja mal gucken.
mir doch an. Alter, leck mich am Arm. Bin ich jetzt einfach nur zu dämlich? Night was falling, ja. And the beast could smell blood. Schlecht. Ja, was ging doch mal so? You wanted to sell your soul for a drink of water. Hau ab. Ich das Feuer nicht an mir. Ah, doch, ist okay. Na. Und diese scheiß Viecher schon wieder. Schaut euch das an hier an. Mega geil, dieses Bild. Oder? Das sieht einfach nur grandios aus. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Okay, hallo. This was it. Man or beast, who comes out on top? Ja, das frage ich mich auch, ne? Diese scheiß Wand hier hinten, die stört mich echt. Ich schwöre Gänsehaut. Das hasse ich, im Dunkeln zu stehen. Das wird wieder hell, ne? Halt ab. Nacht hier. Mein Feuer wird auch immer kleiner. Kommt ran hier, Leute. Bis gleich. Ich hab echt schon wieder tierische Bammel hier, ne? Komm, der hat hell. Dann gehen die nämlich weg, sobald es Tageslicht wird, oder hell wird, hauen die ab. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Hab so das Gefühl, dass die nicht ans Feuer kommen. Ja, verbrennst du deine dumme Schnauze, du Arsch. Geh weg, Junge. Läuft mir eiskalt den Rücken runter hier. Verrückt. The beast now know what your blood tastes like. Schön. Also, erste Nacht haben wir überlebt. Meine Güte, Junge, da geht dir echt die Mucke nur, ne? So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Oh, wir müssen unbedingt was trinken. Bin mal gespannt, was uns halt noch so im Titel erwartet hier. The Mountain Spoke. Völlig verrückt hier. Vulkan aus. Es sieht schon verdammt cool aus. Doch. Komm, iss. Hunger. Your tongue was like a dry piece of parchment. Hälfte ausgekippt. Wunderbar. So, ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen hier. Ich werde jetzt erstmal einfach tatsächlich versuchen, hier mal zu gucken, ob wir irgendwo hinkommen. Wir können auch nicht schneller laufen, ne? Hier geht's irgendwo hoch. Oh, ist nicht.
This can save your life. Na, once the darkness sets. Kann ich das eigentlich irgendwo hinpacken? Ich nicht. So, also wenn es dunkel wird, sollte uns natürlich die Fackel logischerweise helfen. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. You wandered away from the wreck, deeper into the mysteries. Ey, man kann ja wirklich reinlaufen, ne? Das ist natürlich geil. Also, dass das jetzt natürlich so ein bisschen jittert und wackelt und zittert, ist ganz normal. Mir wurde auf jeden Fall versichert, dass es dann noch einen Day-One-Patch geben wird. Boah, schaut euch das an, Alter, geil. So, was? Ich glaube, ich lasse mich mal hier nieder. Das können wir eigentlich so liegen lassen. Ich mache jetzt hier nochmal so ein schönes Feuerchen hin. Da liegt es gerade an meiner Brille, warum das jetzt hier so jittert und zittert, das Bild. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so die Vermutung, es könnte ja relativ schnell wieder Nacht werden. Deswegen werden wir uns erstmal wieder mit so einem Feuer absichern. Dann schauen wir mal, was wir dann so als nächstes hier machen können. So. Your lips were dry and cracked from thirst. Ja, bleibe ruhig, meiner. Wir gucken mal, ob wir noch so eine Nuss hier finden. Liegt ja natürlich keine Nuss vor mehr. Mach mich fertig, Spiel. Da. Take it. Diese Wand im Hintergrund, die man bei mir sehen kann, kann natürlich auch sein, dass es von meinem eigentlichen Raum ist, den ich auch für Mitzit hier erstellt habe im Wohnzimmer. Lecker Kokosnussmilch. Nein, ausgegeben. Geh in Arsch. Brauch noch mehr zu trinken. Egal, wir safen uns erstmal schnell hier. Erstmal hier. Ich glaube, da hinten war ich, ne? So, ja, wie gesagt, die Fackel könnte uns dann tatsächlich wirklich helfen. Dass wir uns ein bisschen covern können gegen das ganze Viehzeug. War ein großes Feuerchen, ne? Würde auch ein bisschen helfen. Vielleicht sollte ich mehrere Feuer machen. Your mouth begged for a drop of water. Bleib ruhig, Junge. Machen wir nochmal so ein kleines Feuerchen hier hin. Schrauben kann das nicht, aber aufheben. Muss ich bücken hier. Bräuchte jemanden, der mir hilft, ne? Schnipsel. Legen wir da hin. Oh, dieses Kabel, wie mich das nervt. Also ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben könntet, wenn ihr auch mit der MetaQuest 3 spielt, an eurem PC, vielleicht mit WLAN-Streaming, wie man das besser hinbekommt, dass man da nicht so ein Tiering hat. Dann könnte ich das nämlich auch mal versuchen. Einen guten Router habe ich eigentlich. 2, 6 glaube ich. 5. So ein Speedport. Das sollte das ja eigentlich möglich sein, aber ich habe es wie gesagt schon mal versucht und es war echt nicht unbedingt das tollste Erlebnis. Wird schon wieder dunkel, ne? Your whole being was drained of liquid. Bleib ruhig. Hat er natürlich wieder Durst, ne? Schlecht.
Ich habe was gehört, ne? Geht mir schon gleich die Muffe, ja, das kann ich euch sagen, ey. Warum das schon mal anzünden? Ich glaube, ne? Ja. Komm schon. Ah. Man muss die halt richtig aneinander klatschen, die Steine. Komm schon, Baby. Yes. Nice, Junge. A terrible thirst was burning your throat. Ja, weiß ich doch, man, wiederhol dich nicht. Jetzt hier die Feuer in Gang bekomme, am Leben halte. Viehzeichen. Without a fire, you would have never seen the sunrise. So, jetzt geht das wieder los, ja, ne? Aber guck mal, das ist da ein wunderbares Bild. The sky is full of nightmares. Black. Leathery wings fill the air. Sehr schönes Bild hier. So, ist die Frage, ist jetzt alles nur eine Einführung hier? Aua. Geh weg. Ey, stockendunkel, das ist nichts. Ja, ja, ja. Ah. Ah. Du bist der Nächste. Komm an hier. Erstmal relativ safe aus hier. Jetzt ist erstmal schön Nacht. Geh weg. Ich hoffe, ich kann die Fackel immer behalten. Das wäre natürlich ziemlich geil. Ey, das wären ja mal mehr. Geh weg. Cooles Spiel. Ohne Scheiß, Leute. Man kann natürlich den Tag-Nacht-Rhythmus nicht einstellen, wie lange das geht, ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber die sind relativ leicht zu bekämpfen hier. Meine Feuer halten noch, das ist schön. Hau ab oder ich fackel dich ab, Junge. Ich muss was trinken. Boah, ich hoffe, dass die Aufnahme auch durchgeht hier, gerade tontechnisch, wenn die Musik so laut ist. Ich hoffe, man kann mich dann auch immer verstehen, wenn ich das Mikro labere. Ja, verdurstet vielleicht der Kollege, ne? You wanted to sell your soul for a drink of water. Ja, doch, Mensch. Ich bin doch unter. Wenn ich abtauche, kann das? Natürlich nicht. Okay, dann müssen wir schnell eine Kokosnuss wieder zu uns nehmen hier.
Boah, also ich hoffe, das wird noch ein bisschen anders, dass die, dass der Tag-Nacht-Rhythmus hier so ein bisschen irgendwann länger ist. Ich komme ja gar nicht dazu, groß voranzukommen. Mal weiterzukommen. Mach's doch ab. Ich doch. Oh, der wird schon gleich altersschwach hier. Nein. Kann man hier das Wasser nehmen zum Trinken vielleicht? Your tongue was like a dry piece of parchment. Man kann ja nicht mal Wasser nehmen. Scheiße. Alright. Wenn das so weitergeht, befürchte ich, dass wir die nächste Nacht nicht überleben werden. Oh. So, jetzt sind wir es mal ein bisschen voll hier. Ja, die Fackel können wir, glaube ich, nicht nochmal nehmen. Also vielleicht haben wir das Glück, dass wir dann noch innerhalb des der Insel mal ein bisschen was anderes finden. An Nahrung oder so. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier in der Kiste noch drin haben. Ist ja noch so eine Kiste. Nice, Junge. Auf hier, den Gerät. Oh, ja. Holding that pistol, you felt like you had a chance. Ist Pulver nei. Ballermann, Junge. Jede Sache, Alter. Mal auf hier. Können wir uns vielleicht mal schnell hier niederlassen? Hier hin. Hm. Ging die Stöcker noch dünner vielleicht ein bisschen? Können wir gleich mal zum Jagen nehmen nachher. Ne? Fischchen holen. Hier liegt ja nichts rum. Aber eigentlich ein guter Punkt hier. Könnte ich die mal abknallen, die Viecher, ne? Zack. Boah, ich brauch mal ein bisschen Holz, Mann. Ich muss mir erstmal kurz wieder orientieren, wo ich bin hier im Zimmer. Alles klar. Wird nicht reichen. Gedöns hier mitnehmen. Ja. Tja, die Frage, wie gesagt, ist immer noch, ist das jetzt hier ein Tutorial, was ich spiele? Oder sind wir schon mittendrin im Spiel? Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich bald wissen. Weil der immer mal noch so Sachen erklärt zwischendrin. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch so eine Art Tutorial sein könnte, ja? Komm schon, tag it. Ist nämlich gleich wieder dunkel hier. Klar, ich merke das doch schon.
Lauf, Junge. You felt that you should keep moving. But to where? Wohin soll ich move, Mann? Komm schnell, take it. Vorbeilaufen. Und schnell zurück. Die Knarre startklar machen. Dann schauen wir mal. Bisschen dünn das Feuer hier, würde ich meinen. Nochmal noch schnell. Hinten liegt noch was. So, so. Ja, jetzt wird es langsam dunkel hier, ne? Mann, das ist echt ein schönes Spiel, oder? Also allein diese Sonnenuntergänge, wenn man dann hier so steht, was ich euch vorhin gezeigt habe. Ah, es ist schon ziemlich nice, ey. Jetzt mache ich die Hütte schon mal an. Und ich gleich weiß. Oh. Die Knarre machen wir mal dick und fertig hier. Halt mal, halt's doch durch. So, nun sollen wir mal ankommen hier. Leg die Knarre erstmal hier hin, geladen ist sie ja. Sollte sie eigentlich sein. Ne, beeilen, wir müssen ein bisschen Holz einsammeln. Time to make a fire. Unless you wish to die in darkness. Schönes Bild hier. Dying of thirst. What a terrible way to go. Alter, kommt eine Monsterwelle. Scurvy, flea-bitten curse, full with deathless hatred. So, wer mit hier? Hau ab, Junge. Geh weg, Junge. Huste dich um. Stockenfinster wieder. Ich flipp hier aus. Foul creatures of the dark, with murder in their eyes. Komm hier, mal richtige Nacht, dass ich wieder was sehen kann. Ich hab alles da. Ein Stock zum Kämpfen, eine Knarre zum Schießen. Komm an, Junge. Was? Ja, komm her. Ja, 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 ja. Komm, versuch's mal. Soll ich einfach mal abgucken? Weiß ich nicht. Kriege ich vielleicht Fleisch von dem, ne? Ich hab echt Angst, ja. Ja. Oh, ran hier. Komm ran hier, was? Ich mach euch alle kalt, Mann. Alle mache ich euch kalt. Den einen grill ich mir, du.
ran. The battle is yours, but what was the cost? Na? Ja, schau dir das an, Alter, den Kollegen. Oh, rein ins Feuer mit dir, Mann. Da geht ja echt die Muffe, ja? Eigentlich habe ich gedacht, ich kann den grillen. Alle. The mountain heralded a new day. Da bricht wieder aus, ne? Hey. Das haben wir geschafft. Oh, how you longed for a drink. Ja, ja, der geht mir auf den Nerv mit seinen Getränke. Also es ist schon ziemlich anstrengend, weil man halt echt schauen muss, dass man zum einen natürlich immer was zu trinken und zu essen hat. Zum anderen sind die Zyklen von Tag und Nacht relativ kurz. Ja, jetzt muss ich halt schauen, dass ich mir irgendwo was organisiere. Eigentlich eine Kokosnuss. Ich schaue einfach mal, dass ich relativ schnell jetzt hier vorankomme. Ich meine, ja, schaut euch das mal an, auch jetzt, wenn ich ja so die Kokosnuss halte, ne, mit diesem Licht im Hintergrund, wenn die Sonne so durchbricht, das sieht schon ziemlich nice aus, oder? Das ist schon ein verdammt schönes Spiel. Weg damit. Oh, die ist natürlich auch an. Ja, das Ding hier. So, gehen wir mal weiter rein hier. Your lips were dry and cracked from thirst. Oh, was ist jetzt hier los? Zeitlupenspiel. Völlig verrückt. Okay, ihr Lieben, also ich glaube, das hat ja gerade tatsächlich jetzt keinen Sinn mehr. Ihr seht es gerade hier, ne? Das läuft gerade extrem ruckelig. Ich würde sagen, komme ich ans Menü. Ja, ich kann jetzt nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal an dieser Stelle mit der ersten Folge zu Bootstrap Island Feierabend. Ihr seht das schöne, ja, wackelige Bild hier im Hintergrund. Ich werde jetzt einfach mal das Spiel neu starten. Jetzt geht's wieder, glaube ich, ne? Lag das jetzt nur daran, weil ich jetzt hier hintergelaufen bin? Keine Ahnung. Ja, und trotzdem würde ich sagen, wir lassen es erstmal bei der ersten Folge hier. Ich schaue dann mal, ja, was man hier noch so alles machen kann, ob wir mal ein bisschen vorankommen, werden noch mal so ein bisschen spielen, euch dann natürlich auch noch weitere Folgen aufnehmen zu Bootstrap Island. Das könnte eigentlich ein ganz schöner Platz sein hier, ne? Um zu bauen oder irgendwas. Und bin schon mal gespannt. Your mouth begged for a drop of water. Was man, wie gesagt, noch alles machen kann hier. Vor allem, ob es noch andere Nahrungsquellen gibt, außer Kokosnüsse und so weiter. Und bin auf jeden Fall erstmal gespannt auf euer Feedback zu diesem Spiel hier. Was sagt ihr zu der Optik? Ich finde, das sieht wirklich ganz schick aus. Vor allem, wie gesagt, die Sonnenuntergänge, die haben es mir echt angetan. Auch wenn das Licht hier durch die Bäume durchkommt. Ihr habt es ja gerade gesehen, wo ich die Kokosnuss in der Hand hatte. Das sah schon richtig, richtig nice aus. Da bin ich echt mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch das auch so gefallen hat oder eben nicht. Denkt daran, ihr Lieben, dass ihr dann vielleicht auch einfach mal, ja, einen Daumen nach oben da lasst für die Folge. Könnt auch gerne mal ein Abo da lassen für meinen Kanal. Jetzt in der letzten Zeit gab es ja nicht ganz so viele Videos, gab es nicht so viel, was ich euch hätte zeigen wollen. Das heißt, solche Phasen wird es auch auf dem Kanal immer mal geben, dass es hier nicht jeden Tag irgendwelche Let's Plays gibt oder irgendwelche Sachen, sondern tatsächlich immer nur dann, wenn ich etwas habe, was euch interessiert oder was auch mich interessiert. Und ansonsten, ja, wenn ihr noch bestimmte Sachen haben wollen würdet, verpackt in ein Let's Play, dann könnt ihr das gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Your whole being was drained of liquid. Können wir denn da auch mal was machen?
bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Bootstrap Island. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao.